Es ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz leicht gesunken. Großbrand, Hafestädter helfen in Elbe-Elster. Und Bürgerbefragung, Kulturbeirat veröffentlicht Antworten. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe vom SKB-Journal. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Havelstadt werden nicht weniger, aber die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Laut RKI liegt sie mit Stand vom Dienstag bei 544,1. Im Vergleich zum Montag gab es 112 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen haben sich 392 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden, ist auf 39 gesunken. Wieder ein großer Waldbrand im Land Brandenburg. Südlich von Rehfeld im Landkreis Elbe-Elster fingen am Montagnachmittag 10 Hektar Wald an zu brennen. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer immer stärker aus. Dienstagvormittag waren es bereits etwa 800 Hektar. Zu dieser Zeit war der Brand noch immer nicht unter Kontrolle. Einsatzkräfte aus Potsdam-Mittelmarkt kämpfen gegen die Flammen. Der THW-Ortsverband Brandenburg unterstützt vor Ort die Treibstoffversorgung der Einsatzkräfte. Zudem befindet sich der Katastrophenschutz der Johanniter aus Brandenburg an der Havel beim Großbrand. Die Kräfte sind heute am Dienstagmorgen gegen 3:30 dorthin gefahren. Sie kümmern sich um die Verpflegung der anderen Helfer. Das Feuer ist vom Landkreis Elbe-Elster als Großschadenslage eingestuft worden. Der Kreis hat damit die Einsatzleitung übernommen. Hunderte Einwohner aus umliegenden Ortschaften mussten in der Nacht und am Morgen evakuiert werden. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wem gehört die Stadt? Diese Frage hat der Kulturbeirat Ende 2021 gestellt. Die Antworten kann man nun auf 5 Stelen lesen. Im Laufe des Montagvormittages wurden diese von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt Brandenburg an der Havel aufgestellt. Die 1. Stele fand im Beisein der Mitglieder des Kulturbeirates ihren Platz am Heinrich-Heine-Ufer. Die 4 weiteren Stelen wurden am Humboldthain, am Übergang zur Wallpromenade Plauer Straße, auf dem Packhofgelände und am Mühlendamm gegenüber dem Mühlentorturm am Neustädtischen Markt platziert. Sie werden bis etwa Ende August an ihrem jeweiligen Standort verbleiben. Fast 400 Bürgerinnen und Bürger haben an der Befragung teilgenommen, in der der Kulturbeirat die Einwohner der Stadt gebeten hatte, ihnen ihre Gedanken, Vorschläge, Erfahrungen und auch Fantasien zum Thema »Wem gehört die Stadt?« zu schreiben. Einen vorläufigen Abschluss der Befragung soll eine Bürgerdiskussion sein. Sie findet am Höfefest statt, am 13. August ab 14 Uhr im Rathausgarten und im Gastraum des ehemaligen Ratskellers am Altstädtischen Markt. Der Kulturbeirat will mit seiner Aktion auch einen wichtigen Beitrag zur laufenden Leitbilddiskussion »Unsere Stadt 2035« leisten. Und wir kommen damit zu den Wetteraussichten. Mit dem SKB-3-Tagestrend große Hitze werden wir nicht erwarten. Am Mittwoch sollen es gemäßigte 22 Grad werden, am Donnerstag 24 Grad und am Freitag dann sommerliche 26 Grad. An allen Tagen ist der Himmel leicht bewölkt. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.